So, weiter geht's in der Kampagne. Wir haben jetzt länger nicht mehr gespielt. Wir sind bei Mission 16. Also ihr seht, wir haben noch 4 Missionen vor uns. Alle Missionen 3 Sterne, so wollen wir es haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ach ja, genau. Haben wir uns gekauft beim letzten Mal. Nehmen wir die Hippe oder die Prinz Eugen? Admiral Hippe nehmen wir. Jetzt warte mal, lass mich aber trotzdem mal ganz kurz schauen hier. Okay, das ist eigentlich egal. Das macht keinen Unterschied. Okay, also, wir nehmen diese 3. Und wir sind am Tag. Das ist schon mal sehr gut. Boah, der fängt aber schon knapp an, ey. Sehr, sehr knapp. Wie weit sind wir denn weg? Das ist schon ein Stück. Ich denke, wir werden aber erst hier drauf gehen, damit wir das starke Schiff hier weg haben. Wo ist unser drittes? Hier neben. Wie fahren wir am blödsten? Wir werden uns auf jeden Fall hier ein bisschen... Ja, wir müssen schauen, dass wir nicht alle 3 Schiffe hier so nebeneinander haben. Das wäre natürlich blöd. Warte mal, wir drehen hier ein bisschen bei. Ja. So, wie ist die Entfernung? 16,2. Also unsere Geschützeinstellung 16,2. Wie geht der Wind? Der kommt von rechts. 16,2. Was nehmen wir jetzt hier für eine Einstellung? Wir probieren es jetzt mal mit 16,1 und sehen wir, wo sie einschlagen. Okay, zu weit. Naja, war aber eigentlich auch knapp. Ja, wir werden aber, damit wir mit voller Breite feuern können, müssten wir eigentlich auf dem Kurs bleiben. Vielleicht drehen wir später ab. 16,4. Jetzt warte mal, wir hatten jetzt vorhin eins weniger. Machen wir mal 16,2. Ach, zu kurz. Das war aber weit zu kurz. Ja, saublöd. Das ist wirklich eine saublöde Positionierung von unseren Schiffen hier. Wenn ich jetzt weiter abdrehe, haben wir natürlich noch weiter zu feuern. Werden wir aber jetzt trotzdem probieren. Wie ist denn hier den 22,19? Ja, okay, wir müssten auf ihn gehen. Der ist näher. 19,9. 19,8. Ja, ja. Ah. Schade, schade. Aber wie gesagt, ihn müssen wir zuerst wegbekommen. So, und das meine ich nämlich, wenn die jetzt hier so nah nebeneinander sind und er zieht eigentlich jetzt zum Beispiel
auf die Bismarck und schießt zu weit und der andere ist dahinter, dass er dann ihn vielleicht trifft. Darum müssen wir schauen, dass wir unser Schiff hier auseinander bekommen. Ah, die ersten Treffer. Das dürfte aber nicht allzu viel ausmachen. Jetzt muss ich trotzdem mal gucken, dass wir unseren Kurs ändern. Er fährt ja nach links. Naja, das ist, glaube ich, wir gehen jetzt mal... Na, doch, ein bisschen ranfahren. 13,4. Jetzt warte mal, hatten wir hier nicht so eine Anzeige vom ersten Beschuss? Hatten wir das jetzt hier in dem Spiel gar nicht? Oder war das in dem anderen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, man sieht auch irgendwo vorher, wo der Einschlag der Geschosse war. Nee. So, 13,4. Wie war der Wind vorhin? Kam von rechts. Jetzt sind wir zu kurz. Vorhin waren wir zu weit. Ja, wirklich blöd, weil die fast alle auf dem gleichen Kurs hier fahren. Jetzt warte mal, den könnten wir ein bisschen langsamer machen. Ja, jetzt drehen natürlich unsere hinteren Geschütze nicht mehr mit. Shit. 18,6. So, den... Also wir haben bis jetzt überhaupt noch nicht getroffen. 18,5. Wir werden jetzt mal nicht so weit verstreut schießen. Was ist denn los, ey? Der trifft jetzt so fast bei jedem. Wie schaut's hier aus? Also trotzdem ein bisschen weg. Was haben wir ja noch? Hochexplosiv. Wir waren vorhin ein bisschen zu weh, also zu kurz. Ah ja, ja, ja. Oh, was für ein Treffer. Ja, perfekt. So, wie schaut es hier aus mit dem Kurs? Ah, genau, wir müssen ja schauen, dass wir die hinteren Geschütze mitkriegen. Also ganz wenig. Ich hoffe mal, das reicht. Na, das reicht nicht. 16,4. Also, wir waren vorhin... Mensch. Man hat doch, glaube ich, wirklich gesehen. Täusche ich mich sowas von? Ja, hier war das 18,6.
Oh, 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 schaut gut aus. Alter, schaut euch den ersten Treffer an. Der ist ja schon fast am Absaufen. Wenn er nicht sogar jetzt seine Sinken anfängt. Hier ist er eigentlich schon komplett unter Wasser. Der wird sich aber noch bewegen in der nächsten Runde. So, jetzt warte mal. Dann könnten wir ihn lassen. Wir gehen auf ihn. Die anderen zwei Schiffe können ja noch weiter auf ihn feuern, solange er jetzt hier noch kampffähig ist. 21,4. Jetzt warte mal, wir machen 21,7. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gut und schnelle Schlacht für uns. Oh, ich glaube, er sinkt schon. Ja, er sinkt. Da habe ich, glaube ich, aber auch die Meldung hier übersehen, die dann kommt, dass er sinkt. Sehr cool. Komm, geh unter. Nee, muss ich sagen, das war ein Glückstreffer vorhin vor uns. Okay, hier müssen wir mitdrehen. Wir wollen die hinteren Geschütze auch haben. Perfekt. 12,2. Das dürfte jetzt aber überhaupt nicht mehr so schwer sein. 12,4. Müsste treffen. Sehr gut. Also ich denke, das wird eine schnelle Schlacht für uns. Und zwar da mal hier werden wir auch schön mitdrehen. Ich glaube, das reicht wieder nicht. 13,3. Also immer, wenn wir ein bisschen mehr geben, kommen wir eigentlich gut dahin. Okay, jetzt gerade nicht, aber ist nicht allzu schlimm. Und hier könnte man trotzdem ein bisschen näher hinfahren. 18,3. Wie schaut es mit dir aus? Ja, der läuft langsam mit Wasser voll. Was machen wir jetzt? 18,6 mal 3 mehr dazu. Ja, schaut gut aus. Ich habe am Anfang gedacht, weil sie ja wirklich eigentlich gut getroffen haben, dass wir auf jeden Fall ein Schiff verlieren werden. Aber jetzt in den letzten Runden hat er eigentlich so überhaupt nicht mehr getroffen. So. Da können wir die ja mitnutzen. Wir werden trotzdem noch ein bisschen. Sicher ist sicher. Vielleicht wird das der Gnadenstoß hier. Ah. Das ist ja schade. So, hier drehen wir mehr ab. Machen wir jetzt mal so. Jetzt. Ah, es reicht immer noch nicht. Vielleicht sind wir aber auch zu langsam, dass sie ja deswegen die Reichweite nicht hinbekommt zum Drehen. Ja, aber ihr seht, der läuft auch schon langsam. Wassereinbruch, der hängt schon auch ganz schön zur Seite hier. Oh ja. Ich finde es aber auch wirklich schön, dass die nicht von jetzt auf gleich sinken, sondern langsam. So wie es aber auch wirklich gehört. So. Move, den können wir ganz normal bewegen. 16,4. Was haben wir? 18,5 eingestellt. 16,7. Ja, zu kurz.
So, der eine Treffer hier an der Bismarck war bis jetzt der schlimmste. Jetzt werden wir ein bisschen näher hinfahren. Ja, könnte eng werden mit den... Na doch, die kommen noch hin. 11,2, 11,3. Komm, das probieren wir. 11,3 schaut eigentlich gut aus. Oh ja, das schaut gut aus. So. Er sinkt. Wir haben die Schlacht gewonnen. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier verdienen. 43.000. Wow. Okay, Bismarck hat einen leichten Schaden. Schaut eigentlich relativ gut aus. Wir haben jetzt... Ah, das sehen wir hier gar nicht. 56.000 übrig. Jetzt warte mal, schauen. Horst-Gneisenau. 65.000. Okay, vielleicht haben wir Glück in der nächsten Schlacht, dass wir uns dann das Schiff kaufen können. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt überhaupt ein U-Boot? Ja, haben wir. Tirpitz, 75.000. Die wäre mir sogar lieber, weil sie größere Geschütze hätte. Ja, jetzt müssen wir halt wie gesagt mal gucken in der nächsten Schlacht, wie viel wir verdienen. Dann werden wir uns vielleicht trotzdem die Tirpitz holen. Blücher. 8x8. Na, mit den Kleinen werden wir gar nicht mehr anfangen. Also ich denke wirklich, wir holen uns die Tirpitz. So. Okay, Leute. Mission 16 erfolgreich beendet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Mission 17. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's es gut. Tschüss. We'll be right back.